die Sicherung der Meinungsvielfalt im Bereich von Suchmaschinen, eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Digitalinstitut. Und ich begrüße ganz herzlich dessen Direktor, Joe Gröbel, der Sie durch diese Veranstaltung führen wird. Herr Gröbel. Lieben Dank, Herr Grimberg, den ich schon immer mit großer Sympathie verbunden war. Und die Sympathie nimmt sogar noch weiter zu. Also vielen herzlichen Dank für die Tagesmoderation und nicht zuletzt den Hinweis auf die Kaffeepause. Ich darf sehr herzlich begrüßen das Panel. Ich werde vielleicht davor noch einige Sätze dann zur Einführung sagen. Aber zunächst mal freut mich, dass wir zwei langjährige Granden der deutschen Medienlandschaft hier begrüßen dürfen, plus einen etwas jüngeren, inzwischen aber auch ganz schnell sich zu einem Granden entwickelnden Forscher, der im Moment in London wohnt und auch arbeitet. Aber zunächst mal Johannes Greile muss ich nicht wirklich vorstellen. Also wenn man die Presseveröffentlichung sieht, Herr Professor Greile, dann werden Sie eigentlich nicht nur als einer der, sondern der führende Medienrechtler Deutschlands gesehen. Und selbst die Kollegen widersprechen selten. Was ich aber auch sehr sympathisch fand, war, dass Sie nebenbei auch noch sich der klassischen Musik und manchmal dem Skifahren verschrieben haben. Also herzlich willkommen, wir werden nachher fröhlich miteinander diskutieren. Es freut mich auch besonders, Herrn Stadelmeier, ebenfalls wahrscheinlich den meisten bekannt, hier zu begrüßen auf dem Panel. Wiederum langjährig, ich würde nicht zögern zu sagen, einer der auch hier vielleicht sogar der führenden Medienpolitiker, der führende Medienpolitiker für viele Jahre und das immer noch, weil Sie jetzt aktuell, nachdem Sie der Leiter der Staatskanzlei Baden-Rheinland-Pfalz waren, dort auch zugleich für die gesamte Länderkoordination der Medienpolitik in Deutschland zuständig waren, aktuell der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Medienkommission sind. Wenn ich das richtig gesagt habe, Herr Stadelmeier. Medien- und Netzpolitik. Wir werden auch auf diesen Faktor zurückgehen. Und dann in den letzten Tagen hier schon einige Male aufgetreten, Daniel Knapp, wir kennen uns auch schon sehr lange, auch wenn er noch sehr jung ist, der Direktor der speziellen Werbungsforschung beim IHS. Und ich musste ihm entlocken, was IHS in London, was IHS eigentlich heißt. Ich glaube, Daniel, du hast es, musstest auch mal nachdenken, aus International, was war es nochmal? Information Scanning Services und Handling Services, okay, aber kein Mensch kann das heute noch irgendwo nachlesen, also kryptisch davor hieß die gleiche Firma, als sie etwas selbstständiger war, Screen Digest und die wiederum mag manchen von Ihnen bekannt sein. Steigen wir gleich ein, erste Frage ans Panel und dann sage ich noch ein paar Worte. Wir haben von Herrn Seehofer gestern gehört, dass er privat und vielleicht auch öffentlich Google nutzt und auch andere Suchmaschinen. Herr Kralle, nutzen Sie amerikanische Suchmaschinen etwa? Es bleibt dann ja kaum was anderes übrig, weil es keine Deutschen gibt. Ein großes Thema ja auch. Nein, Suchmaschinen sind als solche wichtig und das Thema, was wir uns, glaube ich, heute vorgenommen haben, ist ein eher gesellschaftspolitisches und kulturpolitisches. Ich glaube, man würde einen Fehler machen, wenn man es auf eine Diskussion Europa versus Amerika reduzieren würde. Das mag zwar beim Datenschutz und in einigen anderen Bereichen sicher ein relevantes Thema sein, aber der kulturpolitische Aspekt, der von Suchmaschinen ausgeht, müsste aus unserer Sicht ein bisschen mehr untersucht werden, weil, und das war gestern sehr interessant, sowohl in dem Vortrag von Herrn Höttges, nämlich bei der Frage, wir bezahlen mit unseren Daten, wie auch mit dem Bekenntnis des Ministerpräsidenten, er gibt ja seine Daten zur Bezahlung frei, was das eigentlich für eine Gesellschaft bedeutet und was aus meiner Sicht in dieser ganzen Diskussion, die oft datenschutzrechtlich, die oft kartellrechtlich geprägt ist, was aus meiner Sicht zu kurz kommt, ist die Frage, welche Meinungsrelevanz hat eigentlich so eine Suchmaschine? Welche Fragen der Meinungsvielfalt ergeben sich darauf? Und wenn wir gestern in vielen, vielen Vorträgen immer wieder gehört haben, ja, das Nutzerprofil, das ist sozusagen das Eigentliche, was künftig als Währung zählt. Und dieses Nutzerprofil letztlich dazu führt, dass derjenige, der seine Nutzungsdaten bei Google oder bei Yahoo oder bei Bing oder bei wem auch immer eingibt, dass mit diesen Nutzungsdaten ja ein Profil geschaffen wird, was dann zur, ich sage es immer, sozusagen self-fulfilling prophecy wird. Du kriegst ja nur noch das geboten, was dir deine Suchmaschine auch in deiner gewissen Vorauswahl gibt. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zur alten Printwelt. Wenn man Zeitung gelesen hat, dann wusste man, da gibt es ganz viele Artikel und es interessieren dich nicht alle. Wenn du heute in eine Suchmaschine hineingehst, dann kriegst du das, was dich interessiert
und dabei bleibst du. Und die Frage zu stellen, was das eigentlich für Auswirkungen auf die verfassungsrechtlich gebotene Meinungsvielfalt haben kann, das, glaube ich, sollten wir uns in den nächsten 40 Minuten mal etwas genauer anschauen. Sehr gut, lieber Herr Krahle, dass Sie das Thema damit auch schon sehr zugespitzt haben. Wir werden auf etliche Aspekte zurückgehen. Herr Stadelmeier, natürlich auch ein privater Nutzer und offenbar ja auch nicht europäischer oder gar deutscher Suchmaschinen, weil ich wüsste gar nicht, welche das sein könnte. Aber sagen Sie mal, wie Sie die Sache sehen. Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie Professor Krahle. Natürlich nutze ich diese Dinge auch und sie erleichtern ja auch mit der Vielfalt des Internets umzugehen. Und da sind wir dann mitten im Thema. Warum ist Meinungsvielfalt, warum spielt das in diesem Zusammenhang eine so große Rolle? Weil die Möglichkeit, sich aufgrund unterschiedlicher Meinungen eine Position zu bilden, auch in der Demokratie eine Position zu bilden, natürlich ganz entscheidend davon abhängt, welche Informationen bekommt man in welcher Art und Weise zur Verfügung gestellt. Und da sind Suchmaschinen doch eindeutig anders unterwegs, als das beispielsweise der Pressejournalismus ist oder der Journalismus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der nach nachvollziehbaren Kriterien Informationen verdichtet, aufbereitet, zur Verfügung stellt und gegebenenfalls auch wieder korrigiert. Und da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt, der meines Erachtens dazu gehört. Bei Google, bei anderen Suchmaschinen ist das ein Stück weit anders, aber sie spielen auf dem deutschen Markt eben und auf dem europäischen fast keine Rolle, ist dies transparent beispielsweise nicht nachvollziehbar. Also das, was an Transparenz nach außen und über den Kunden immer wieder eingebracht wird, gilt nach innen für diese Firmen nicht. Das gilt ja auch für andere Bereiche, wo wir ähnlich unterwegs sind, in sozialen Netzwerken, Facebook beispielsweise, die ja ähnlichen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit auch folgen. Und darüber müssen wir diskutieren. Wir haben ja auch in den USA schon Beispiele gehabt, wo es aufgrund von Algorithmen zu erheblichen Fehlinformationen der Öffentlichkeit, zum Beispiel im amerikanischen Präsidentenwahlkampf, gekommen ist, was Google dann nachher eingestehen musste und korrigieren musste. Aber erst als das über andere auf öffentlichen Druck hin bekannt geworden ist. Also da ist einiges unterwegs, wo wir darüber reden müssen, wie werden Demokratie, Meinungsbildung, relevante Informationen eigentlich aufbereitet. Wer ist das? Nach welchen Kriterien wird das gemacht? Wie werden diese Dinge abseits der Anzeigen eigentlich sortiert? Genau, das ist der Thema. Wir sind ja schon mittendrin in der Diskussion, dass es sicherlich nicht darum geht, auch wenn unweigerlich Google genannt wurde, jetzt ein Google-Bashing zu betreiben. Aber die großen Fragen werden sein, denke ich, ich wollte das auch nochmal sehr deutlich sagen, aber die Fragen werden sein, also wie viel Transparenz gibt es da, wo auf der einen Seite der Bürger Transparenz schafft oder wissentlich oder unwissentlich über ihn Transparenz geschaffen wird, wie sieht es umgekehrt mit den Algorithmen aus? Ich habe auch deshalb Daniel Knapp als einen ausgewiesenen international operierenden Forscher gebeten, vielleicht uns so ein paar zusätzliche Ideen mitzugeben, auch Daten, Informationen mitzugeben, die genau zu diesen Fragen dann aber wieder zurückführt, über die wir jetzt sprechen werden. Und nicht zufällig oder natürlich sehr wohl zufällig darf man natürlich dann auch nochmal das Gabriel-Schmidt-Gespräch zitieren, wo ich dann doch erstaunt war, dass Erik Schmidt, wenn wir denn schon Google angesprochen haben, so fast als die Unschuld vom Lande erschien. Vielleicht auch deshalb, weil er an anderer Stelle, wie wir kürzlich in der Bild-Zeitung nachlesen konnten, gar nicht so unschuldig ist, wie es den sonstigen Google-Nutzern immer empfohlen hat. Dann kann man ja auch, wenn man rechtschaffen ist, muss man ja auch nicht fürchten, dass man transparent wird. Daniel Knapp vielleicht mit einigen Cheats oder auch von dort aus, wie auch immer, ein paar Informationen. Ja, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur einen kurzen Einstieg leisten, ein bisschen Gedankenfutter bieten, was das Thema Suchmaschinen angeht. Und ich denke, zwei sehr wichtige Stichworte sind schon gefallen. Einmal das Stichwort der Nachvollziehbarkeit und zweitens das Stichwort damit verbunden von Algorithmen. Und ich wollte in einem kurzen Eingangsstatement etwas weggehen von diesem tradierten Begriff der Suchmaschine als der Suchmaske, in der man einen Begriff eingeht und sagen, wie entwickelt sich die Suche eigentlich in der Zukunft und wie müssen wir die Idee von Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Meinungsvielfalt im Netz eigentlich wesentlich weiterdenken, wo sich Suchmaschinen auch wesentlich weiterentwickeln. Und
Suchmaschinen sind ja klar zum sozusagen unserem Fenster in die Welt geworden und Google ist ein Verb geworden, Synonym nicht nur für die Suche als solche, sondern eben auch für einen Lösungsansatz. Und was sind Suchmaschinen eigentlich? Also ich denke, man kann eine einfache Definition von Suchmaschinen ungefähr so darstellen als System, durch das man mittels Begriffseingabe strukturiert Informationen aus unstrukturierten digitalen Daten erhalten kann, oftmals durch Indexierung und so weiter. Aber Suche beschränkt sich eben nicht nur auf Text, wie es anfangs war. Wir sehen eine wachsende Zahl von Produkten, Spezialprodukten, die eine vertikale Suche erlauben. In Expertensystemen, LexisNexis im Bereich Recht beispielsweise, Thomas ist auch eine Rechtsdatenbank der amerikanischen Regierung. Wir sehen verschiedene Medientypen, die gesucht werden können. Google Search, Google Maps sind alles Google-Produkte. Aber auch Facebook mit dem Graph-Produkt, auch auf Instagram, wird gesucht. Die Suche ist eigentlich ein integraler Bestandteil der Mediennutzung über professionelle und eben auch wesentlich weitere Kontexte geworden. Wenn wir über Suchmaschinen sprechen, dann haben wir immer die Assoziation mit dem Internet, als wäre die Suchmaschine erst mit Google oder vorher Alta Vista, Lycos oder anderen ins Leben gerufen worden. Und ich denke, wenn wir das so formulieren, dann verkürzen wir die Debatte. Und ich denke, es gibt einen Wissenschaftler, David Googley, der hat ein schönes Buch geschrieben, Die Welt als Datenbank, sagt er. Und er zeigt eben ganz deutlich, dass Suchmaschinen schon im 20. Jahrhundert immer mehr notwendig wurden, um die komplexer werdende Welt zu verstehen, zu kategorisieren und uns Handlungen zu ermöglichen. Beispielsweise zeigt er auf in den 60er Jahren, dass das BKA ertrank fast in Daten. Er zeichnet ein schönes Bild, wo die Schränke in den Fluren stehen von Aktenüberquellen und Leute, Mitarbeiter in spärlich beleuchteten Räumen sitzen und versuchen einfach die Fristen einzuhalten, weil sie sich eben nicht durch diese vielen Daten füttern können. Und es gab dann die Lösung in den 60er Jahren, ein neues Großhirn zu schaffen, ein elektronisches Großhirn, das bei der Suche helfen soll, sozusagen Kommissar Computer. Aber diese Datenbank war auf das BKA und die Art der Daten zugeschnitten. Man musste ein sehr kompetenter Nutzer sein, die Datenbank verstehen, die darunterliegenden Daten verstehen, um überhaupt die Suche nutzen zu können. Und den Grundstein für, was wir heute als einfache Suche, als Suchmaske sehen, wurde eigentlich in den 70er Jahren geschaffen durch jemanden Edward Codd, der eben zum ersten Mal sagte, wir brauchen eine Datenbanktechnologie, mit der man prinzipiell alle möglichen Daten, egal welcher Herkunft, verknüpfen kann und die technische Expertise, die die Programmierung und Betreibung einer Datenbank betrifft, von dem Nutzerinterface trennt. Und das war sozusagen das, und das ist genau das, was wir heute auch sehen. Sozusagen die Funktion des Programmierers und die des Nutzers sind komplett getrennt. Das ergab sich erstmals in den 70er Jahren und daraus ergeben sich heute eben ganz viele Probleme der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit, was passiert mit Algorithmen und so weiter. Ich habe auch einige Charts dabei. Wir sehen eben, dass in der Informationsflut, die wir heute haben, Suche als Fenster zur Welt auch ein fundamentales Geschäftsmodell ist. Hier sehen wir die Online-Werbeumsätze in Europa, in 26 europäischen Märkten. Und wir sehen ganz klar, Search, die Suchwortvermarktung, dominiert Google, Bing, Yahoo und andere und hat den Anteil an der Werbung über die letzten Jahre sogar noch ausgeweitet. Wir sehen auch ganz klar, dass global gesehen eine Firma, keine Überraschung, dominiert, aber um auf Jo Gröbels Warnung von Google-Bashing zurückzukommen, ist es ganz klar, dass wir auch in anderen Märkten lokale, ganz andere lokale Konzentrationen sehen. Baidu in China beispielsweise, oder wir sprachen an, gibt es eine europäische Suchmaschine und je nachdem, ob man Europa als geografisches oder politisches Konstrukt begreift, kann man sagen, ja, gibt es und das ist Yandex, die russische Suchmaschine. Ja. Aber das Konzept der Suche ändert sich. Ich habe es ja anfangs gesagt, wir haben die Eingangsmaske, wir hatten diese Eingangssuchmaske, aber immer mehr, auch im Bereich von Smartphones und so weiter, ändert sich die Suche. Wir kommen also zu einem, ja, zu einer Logik von Ambient Data, wo immer mehr Daten im Hintergrund abgegriffen werden, zu Nutzerprofilen zusammengestellt werden und wir suchen nicht mehr nur aktiv, sondern uns werden durch diese Ambient Data Collection Daten empfohlen. Und Erik
Erik Schmidt sagte einmal, ich denke, die meisten Menschen möchten, dass Google ihnen sagt, was sie als nächstes machen wollen. Und das kann man eigentlich ganz gut hier sehen, auf diesem Chart, wo wir sozusagen eine Entwicklung verschiedener Medientypen sehen, von Massenmedien zu traditionellen User-Generated Medien, YouTube, Flickr und so weiter. Wir sehen Social Media, Facebook, Twitter. Aber dadurch, dass wir ein Fitbit am Handgelenk tragen, unser Smartphone dabei haben, sehen wir nun plötzlich Medien, die automatisch Informationen über uns generieren und, basierend darauf, wo wir sind, Empfehlungen geben können, antizipativ sozusagen für uns suchen. Ja? Das Autocomplete von Google, was eben angesprochen wurde, ist einfach nur der erste Stein. Es geht wesentlich weiter. Wir sehen sozusagen dieses antizipative Suchen ist im Prinzip schon ein Empfehlen eben in genau dieser Hinsicht. Und das zeigt sich gerade auch im Bereich Fitness-Trackers. Hier sehen wir einen Fitness-Tracker fürs iPhone, die Moves-App, die interpretieren kann, was für Bewegungen führen wir aus, welche Art von Bewegungen sind das und so weiter. Im Bereich von Connected Devices, hier sehen wir verschiedene Ökosysteme, den App Store, Android, Google Play, Android Wear und so weiter, merkt man, es ist wieder die Vernetzung, die diese Geräte zusammenbringt. Verschiedene Geräte, Nike Fuel Band, Samsung Gear und so weiter, bringen diese Vernetzung und erlauben eben dieses empfehlungsbasierte Suchen bzw. Finden, bevor wir überhaupt angefangen haben zu suchen. Und genau das Gleiche macht Google auch. Hier ein Beispiel. Wir sehen, dass diese Logik des Suchens und des Empfehlens auf verschiedene Geräte innerhalb des Google-Ökosystems übertragen wird. Was heißt das für uns? Was heißt das für die Nachvollziehbarkeit? Was heißt das für Algorithmen? Ich denke, es ist ganz wichtig zu sehen, ganz kurz, wir sehen dieses Slide hier. Wir sehen hier das Todesregister in London aus dem 17. Jahrhundert und wir sehen die Kurve der Normalverteilung. Das waren die Grundlagen der Statistik. Wir haben eine Inferenzstatistik gemacht. Wir haben Daten kategorisiert, um herauszufinden, was passiert. Und die Kausalität, warum passiert etwas, war immer die Grundannahme. Jahrhunderte unserer Geschichte haben wir uns gefragt, warum, und wir haben erklärt, warum. Aber wenn es um Algorithmen geht, um Programme, um Software, um Code, sehen wir eine komplette Umkehrung dieser Logik. Wir gehen von der Idee der Kausalität zur einfachen Korrelation. Google und andere Dienste empfehlen uns Sachen. Die Datenbanken korrelieren es. Wir wissen, es funktioniert, aber wir wissen nicht mehr, warum. Wir können als Nutzer, als Laien, als Nicht-Programmierer nicht nachvollziehen, warum werden uns diese Empfehlungen gemacht, nach welchen Kriterien und so weiter. Und ich denke, das ist eben eine der ganz wichtigen Herausforderungen, die wir heute diskutieren müssen. Wie können wir Algorithmen transparent machen? Ist es wirklich Program or be programmed? Müssen wir alle, wie Norbert Bolz mal sagte, auf die Seite der Programmierer wechseln, um überhaupt intervenieren zu können? Oder kann man auch als Laie herausfinden, generell, wie funktionieren Algorithmen? Was ist die Aufgabe der Politik, der Regulierung und der Menschen selber? Und es gibt ein ganz interessantes Beispiel, das kennen Sie vielleicht von einer Universität in Rumänien, wo es ein figurativer Tanz, wo die Teilnehmer verschiedene typische Algorithmen getanzt haben, dargestellt haben, um es auch Laien nachvollziehbar zu machen, wie funktioniert eigentlich überhaupt ein Algorithmus, was ist ein Algorithmus und so weiter. Zum Schluss die Frage, sind diejenigen, die Algorithmen herstellen, die Code herstellen, die Suche herstellen, böse? Nein. Ja. Ich denke, bei Datensammlung ist es immer ein schmaler Grat zwischen Fürsorge und Kontrolle. Wir sehen eben hier auch das Beispiel der Fürsorge. Hier ist ein Screenshot eines Projektes von Google und dem United States Holocaust Memorial Museum, wo Google Earth benutzt wurde, um die Krise in Darfur, Überfälle auf Dörfer, durch Google Earth zu dokumentieren. Es gibt also sehr viele sozusagen positive Beispiele, was ist von Überwachung. Es muss nicht immer böse sein. Ja. Aber es gibt auch andere Beispiele. Wir sagen, es gibt Konzentrationstendenzen im Bereich Suchmaschinen. Aber gerade wenn man sich anschaut, Google hat auch in China, als es das noch gab, zur Meinungsvielfalt beigetragen.
Es gibt andere problematische Tendenzen. Ich habe eben das App-Ökosystem angesprochen. In iOS beispielsweise jetzt ist es so mit iOS 8, dass wenn man einen Suchbegriff eingibt, dass Apple automatisch Vorschläge macht, zu einer App zu gehen, zu Wikipedia, zu einer installierten App, ohne über Google zu gehen. Das heißt also, es gibt eben auch wirtschaftliche Interessen, einen Wettbewerber auszugrenzen, die eben die Hierarchie der Suchergebnisse beeinflusst und so weiter. Das als Negativbeispiel. Aber ein Problem ist auch, sollen wir überhaupt intervenieren oder sind unsere Ansätze zu intervenieren, sind die überhaupt geeignet? Ja. Als Beispiel das Recht auf Vergessen. Wir haben gesehen, dass Google dem Folge geleistet hat, aber nun selber wählt, welche Anträge soll es befolgen, welche Anträge soll es nicht befolgen. Was ist beispielsweise hier die Rolle von Verlagen, von Journalisten als Filterfunktion? Soll es wirklich Google, sollen wir wirklich ausgrenzen, an einen Suchmaschinenanbieter hier ethische Fragen zu beantworten? Ich denke, das sind alles große Fragen, die eben ganz klar zeigen, Meinungsvielfalt, Ethik, Algorithmen, Transparenz. Es gibt keine klare Antwort, sondern es ist ein komplexes Feld, wo wir alle noch nicht genau wissen, wie das funktioniert. Aber was wir wissen, ist, unsere gegenwärtigen Ansätze zur Regulierung sind eigentlich stumpf. Wir müssen eine technische Kompetenz aufbauen. Wir müssen Algorithmen, die Logik des Computers verstehen, bevor wir überhaupt sinnvoll handeln können. Und ich denke, alte analoge Ansätze greifen da sehr häufig zu kurz. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Daniel Knapp. Und ich bin froh, dass alle teilnehmer in ihren mal kürzeren, mal längeren Statements deutlich gemacht haben, dass wir hier jetzt gar nicht in irgendeiner Weise kulturpessimistisch oder anti eines bestimmten Unternehmens oder auch nur amerikanisch argumentieren, sondern dass es eher darum geht, eine Transparenz zu schaffen, die deren Notwendigkeit, glaube ich, gerade auch Daniel Knapp nochmal sehr deutlich gemacht hat, welche Konsequenzen sich, und Herr Kreiler hat das, ich war sehr begeistert, dass Sie, wie natürlich auch abgesprochen, jetzt gar nicht so sehr den juristischen Aspekt als Medienrechtler herausgestellt haben, sondern von vornherein deutlich gemacht haben, wir reden über Kultur, wir reden über Meinungsvielfalt, deren Sicherung ja auch das Thema hier ist. Vielleicht, um das nochmal aufzugreifen und zu verstärken, was Daniel Knapp gesagt hat. Das Interessante fand ich auch an deinem Vortrag, dieses, es wird ja auf der einen Seite reaktiv operiert mit einer Suchmaschine, jedweder Suchmaschine. Zugleich wird aber damit auch eine, nennen wir es mal in der Psychologie, sagen wir dann Priming, eine Art Verdichtung des Künftigen geschaffen. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den Sie angesprochen haben, lieber Kreile, dass das potenziell heißen kann, dass immer weniger Optionen, die außerhalb dieses Reaktiven liegen, ausgeklammert werden. Vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen aufgreifen, weil ich möchte auch durchaus mal in die Zukunft denken, wie gehen wir denn damit um? Also ist das eine Frage dann doch irgendwo, was ja von manchen jetzt gefordert wird, digitale Souveränität Europas, müssen wir einen Zaun um Europa ziehen und dann eine europäische Suchmaschine schaffen, muss verboten werden, wie manche ja schon gesagt haben, das Internet muss verboten werden oder was auch immer. Was sehen Sie in dieser Mischung aus Medienpolitik, Medienrecht und natürlich vor allem auch Kulturpflege als einen möglichen Lösungsansatz, denn mehr können wir wahrscheinlich gar nicht bieten. Also Verbote sind natürlich immer der falsche Weg. Jedes Verbot hat gezeigt, dass es nicht funktioniert, angefangen von der Prohibition in Amerika, und da kann man viele andere Beispiele bringen. Was man aber, glaube ich, schon überlegen muss, ist, Spielregeln einzuführen. Und wenn man sich die Spielregeln ansieht, die in hochregulierten Märkten wie einem Fernsehmarkt oder einem Hörfunkmarkt in Europa stattfinden, wenn man sich anschaut, dass auch, und das war die Diskussion, die hier vorher im Saal stattfand, sehr umstritten ist, wie man mit Plattformregulierung in Deutschland umgeht, weil natürlich auch die Plattformen entsprechende Informationen weiter transportieren, dann muss man sich fragen, wo liegt eigentlich der Unterschied, warum man Suchmaschinen so völlig aus jeglicher Überlegung einer gewissen, zumindest Grundregulierung herausnimmt. Denn ich finde, der Unterschied, ob ich eine Information jetzt aus dem Hörfunk und Fernsehen beziehe oder ob ich die Information aus der Presse beziehe oder ob ich die Information deswegen beziehe, weil mir die Suchmaschine ermöglicht hat, diese Information zu beziehen, da sind natürlich Unterschiede, da sind auch in der Herangehensweise Unterschiede, aber im Effekt, nämlich dass der Konsument diese Information bekommt,
da beginnt dann der Unterschied gegen Null zu tendieren. Und es gibt, Sie haben so nett gesagt, Sie haben schon Angst, ich würde gar kein juristisches Teil mehr hier vortragen. Es gibt einen berühmten Satz des Bundesverfassungsgerichts und den sollte man sich immer wieder vor Augen führen, dass er nämlich gesagt hat, man muss der Tendenz vorherrschender Meinungsmacht entgegenwirken. Er sagt nicht, man muss vorherrschender Meinungsmacht entgegenwirken, weil die wäre ja dann schon da. Da kann ich dann nämlich gar nichts mehr entgegenwirken, sondern man muss der Tendenz entgegenwirken. Und ich glaube, die kulturpolitische Diskussion ist gut beraten, sich unter dem Gesichtspunkt Transparenz, unter dem Gesichtspunkt, wie geht es mit der Autocomplete-Funktion, wie geht es mit der Frage, warum auf den ersten 10 Seiten bestimmte Informationen sind, mit der Frage, ob durch den Algorithmus selbst oder auch bestimmten Eingriffen in den Algorithmus Meinungsbildung so stattfinden kann, dass sie nicht mehr neutral ist, sondern dass sie sozusagen meinungsgefährdend oder meinungsbeeinflussend sein kann. Und wenn man sich mal zu diesem Schritt durchgerungen hat, den manche Kritiker ja mit dem schönen Satz bezeichnen, in der Suchmaschine, die dient nicht dazu, das zu finden, was man sucht, sondern das zu finden, was die Suchmaschine will, dass man findet. Also wenn man an diesem Punkt mal angelangt ist, dann kann man sich schon überlegen, ob es nicht Mechanismen geben muss, die jetzt nicht so hoch reguliert wie im Rundfunkbereich, aber durchaus in der Regelungsdichte, wie man sie heute auch für Plattformen, also für andere Intermediäre hat, ob das nicht der richtige Ansatz ist, um auch dem Konsumenten und dem Verbraucher damit letztlich die Sorge zu nehmen, dass er manipuliert wird. Wir reden sehr viel über Datenschutz und sozusagen die Datensicherheit, weil das auch ein Manipulationsschutz ist. Aber wir müssen auch über die Frage reden, ob es nicht gesellschaftspolitisch für die Akzeptanz dieses Mediums notwendig ist, feste Regeln einzuführen, wie man eine größtmögliche Vielfalt und auch eine Sicherheit dieser Vielfalt im Netz herstellen und bewahren kann. Und wenn wir an dem Schritt mal sind, dann fällt den Juristen schon ein, wie man das löst. Sehr gut. Und bei Ihnen, bei Herrn Kreiler, haben wir also so keine Zweifel. Sie an, Herr Stadelmeier, dass ich auf Sie kommen möchte, aber gerne noch kurz auch noch mal eine Brücke zwischen Daniel Knapp und Johannes Kreiler schaffen, weil das alte Modell der Manipulation, der Beeinflussung von Meinung ist ja so 60er, 70er, zum Teil noch 80er gewesen. Da sitzen jetzt irgendwelche Mächte, die jetzt versuchen, ihre eigenen wirtschaftlichen oder sonstigen Interesse, politischen Interesse durchzusetzen. Wenn ich Sie und Knapp zusammenbringe, scheint es ja nicht so zu sein. Bitte um Korrektur, vielleicht auch durch Sie, Herr Stadelmeier, dass da jetzt irgendjemand sagt, ich möchte jetzt, dass die Bevölkerung in eine bestimmte Richtung geht, sondern dass die, das klingt ein wenig komisch vielleicht, aber dass in einer Art selbstreferenziellem System die Manipulation durch die Nutzer selbst geschieht. Nur der Pluralismus genauso dadurch ausgeschaltet wird. Also nicht mehr der eine Böse, auch nicht Erik Schmidt ist kein böser Mensch, erst recht nicht, aber nicht da jetzt irgendjemand dahinter steht, sondern dass es irgendwie der Algorithmus ist. Und das fand ich auch das Interessante an Daniel Knapps Ausführung. Aber Herr Stadelmeier, vielleicht auch nochmal als jemand, der ja beide Welten repräsentiert, die traditionelle Medienwelt, traditionelle Regulierung. Die SPD ist schon lange nicht mehr verdächtig, überregulieren zu wollen, das war früher mal so, aber trotz allem auch an Sie dann auch die erweiterte Frage, greifen so herkömmliche Regulierungsfunktionen, Modelle, greift das nochmal? Und natürlich gerne auch Ihre Antwort auf Kreiler und Knapp. Also direkt zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass die konkreten Regulierungsmodelle so nicht mehr greifen. Die Grundsätze, die Ihnen aber zugrunde liegen und über die wir hier reden, also wenn es um Meinungsbildung geht, die greifen natürlich sehr wohl. Und die Kunst ist es, in diese neue Welt zu übertragen. Ich würde gern 2, 3 Bemerkungen machen zu dem, was meine beiden Vorredner gesagt haben. Also es gibt ja sehr wohl Spielregeln. Diese Spielregeln werden gesetzt durch die großen Akteure, die in diesem Bereich unterwegs sind und zum Teil durch Gesetzgebung, die in diese Sachen, sofern es einigermaßen passt, in diese Geschäftspolitik mit eingepasst werden. Sie haben das Beispiel Datenschutz genannt. Da kann man diesen Konflikt sehr schön nachvollziehen. Gewisse Grundsätze des Datenschutzes
des Persönlichkeitsschutzes passen durchaus zu dem Geschäftsmodell beispielsweise einer Suchmaschine oder bei Facebook. Aber weitergehende Vorstellungen passen dazu nicht und die werden dann einfach ignoriert oder in den politischen Streit gestellt. Und ich glaube, über diese Fragen muss man reden. Und da gibt es natürlich Überlappungen zwischen dem, was wir unter demokratietheoretischen, demokratiepraktischen Gesichtspunkten regulieren wollten und dem, was aus ökonomischen Gründen, zum Teil auch aus kartellrechtlichen Gründen zu regulieren ist. Und die Frage der Suchmaschinen stellt sich aus meiner Sicht, was die allgemeinen Regularien angeht, sehr allgemein, im Konkreten aber bei Google in besonderer Weise, weil sie halt bei uns einen Marktanteil haben, der zwar nicht 100% ist, aber doch deutlich über 90%. Und damit haben sie eine Marktmacht, die ein anderes Handeln gegenüber Google erforderlich macht, als das beispielsweise in Ländern erforderlich ist oder in Regionen dieser Welt, wo das nur 20 oder 30% sind. Ich will zwei, drei Ansätze dafür nennen. Es ist über Algorithmen geredet worden und sind Algorithmen ja auch ein Geschäftsgeheimnis. Und wir werden eine Form finden müssen, dass Algorithmen offengelegt werden, in einer Form, wie wir es aus anderen Bereichen auch kennen. Ist nicht umsonst das Kartellrecht genannt worden, aber wir kennen es auch aus der Medienkonzentration, aus dem Medienrecht, dass solche Informationen an bestimmten Stellen vertraulich hinterlegt werden, ohne dass diese Geschäftsgeheimnisse, und das sind sie ohne jeden Zweifel auch, dann der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt werden, aber durch gesicherte staatliche Stellen ein Testat gegeben wird. Sie haben vorhin gesagt, die Nutzer würden ja dieses System auch ganz erheblich mit beeinflussen. Natürlich, nur muss man sich bei der Suchmaschine über die Rolle des Nutzers im Klaren sein. Die Rolle des Nutzers ist, dass er mit der ungeheuren Informationsvielfalt zunächst zurande kommen will und dann wird er in einer gewissen Weise missbraucht, indem man seine Daten für etwas anderes benutzt, als die eigentliche Intention des Nutzers ist, nämlich der Informationsflut Herr zu werden. Darüber wird der Nutzer nicht im Unklaren gelassen, aber zum Glück ist es so, dass bisher dominant schlechte Erfahrungen der Nutzerinnen und Nutzer mit einem Missbrauch dieser Daten fehlen oder nicht evident sind. Die NSA-Geschichten, das spielt jetzt in den staatlichen Bereich hinein, haben einen Einblick gegeben, was in diesem Bereich passieren kann. Und wir sehen es in totalitären Systemen durchaus, wie solche Daten dann genutzt werden können für ganz andere Zwecke. Und ich glaube, es geht auch um einen präventiven Schutz. Wir können nicht immer davon ausgehen, dass die Welt so schön unverdächtig ist, wie sie uns im Augenblick auch entgegenkommt. Also da geht es ein Stück weit um Prävention, die Algorithmen. Es geht um Prävention in diesem Bereich. Und dann geht es da, wo es um öffentliche Meinungsbildung geht, allerdings auch um öffentliche Nachvollziehbarkeit der bereitgestellten Informationen. Ob die Plattformregulierung des Rundfunkstaatsvertrags da ausreicht, weiß ich nicht. Aber sie weist in die richtige Richtung, dass also Vielfalt hergestellt werden muss, dass unterschiedliche Meinungen zum Tragen kommen müssen, dass eine nachvollziehbare Vielfalt von Anbietern dargestellt werden muss. Das sind schon Grundsätze, die man auch in den anderen Bereich übertragen kann. Ich glaube nur nicht, dass der 52 Rundfunkstaatsvertrag eine taugliche sozusagen Regulierungsplattform wäre, um diese Fragen jetzt konkret anzugehen, sondern da braucht man Neues und Eigenes. Kurze Reaktion von Herrn Kreile, dann hätte ich aber auch noch mal eine Frage an Herrn Knapp. Also, ob die Plattformregulierung in der jetzigen Form, Paragraph 52 und fortfolgende, ausreicht, da stimme ich Ihnen zu, ist vielleicht noch nicht so richtig formuliert. Aber ein Punkt ist dort ganz wichtig. Die Plattformregulierung verlangt eine Diskriminierungsfreiheit für alle Angebote. Und wenn man sich anschaut, wie wahnsinnig schwer sich die EU-Kommission seit 4 Jahren, seit Herr Alumnia, tut, den Google-Case kartellrechtlich zu lösen, weil er immer sagt, naja, also die Angebote, die Google selbst macht,
dürfen die ja doch nach vorne bringen und dann müssen sie vielleicht nur noch eine Anzeige nebendran machen, für den anderen auch. Er kommt nämlich mit dem kartellrechtlichen Diskriminierungsbegriff kommt er nicht zurecht. Mit einem medienrechtlichen Diskriminierungsbegriff, glaube ich, kommt man sehr wohl zurecht, weil nämlich dann dort es klar ist, dass es nicht um die wirtschaftliche Form der Diskriminierung geht, sondern es geht dann um den kulturpolitischen, demokratischen Ansatz, dass jede dieser Meinungen, dass die diskriminierungsfrei angeboten werden muss. Und ich glaube, es wäre gar nicht so schwierig, die Plattformregulierung dahingehend zu erweitern, dass die Grundsätze, die dort niedergelegt sind, auch auf Suchmaschinen ausgedehnt werden. Denn derzeit gibt es für Suchmaschinen in dem Bereich überhaupt keine Regulierung. Ich hätte auch noch eine Frage, das aufgreifen und nachher nochmal darauf zurückkommt, an Herrn Knapp, der ja auch sehr viel weiß über auch weltweit durchaus so Nutzermotive, Nutzerinteressen. Und Sie, Herr Stadelmeier, haben auch etwas angesprochen, was ich in dem Zusammenhang auch sehr wichtig finde. Wenn du das mal so verkürzt, die Patronagefunktion des Staates. Also das, Herr Rink kann da auch, glaube ich, ein Lied von singen. Wenn man Regulierung nur dem Bürgerbedürfnis überlassen würde, dann wird man möglicherweise für keine Regulierung eine Mehrheit finden. Das heißt, mit anderen Worten, auch Google und andere Suchmaschinen arbeiten ja zunächst mal mit einem Konvenienz- oder Convenience-Prinzip. Das heißt, es ist einfach praktisch und ich will mir da nicht erst Gedanken drüber machen, was alles irgendwie jetzt möglicherweise an Daten gesammelt wird. Eine eigene Studie zeigt das. Also Sie fragen die Leute, sind Sie für Datenschutz? Ja klar. Sind Sie für den Schutz der Privatsphäre? Ja klar. Sind Sie bereit dafür, 2 Sekunden mehr aufzuwenden? Ja, mal gucken. Also so das eigene Verhalten und die Bedürfnisse sind nicht selbstverständlich implantiert. Umso wichtiger und deshalb die Frage auch an Daniel Knapp nochmal. Ist das ein Thema, ich will es mal zuspitzen, mit dem man also Schutz der Daten oder auch ganz diese ganze Frage von Suchmaschinen, die Bürgern wirklich, ohne dass man sie fragt und ausführlich fragt, präsent ist? Oder muss man da eben doch, Herr Stadelmann, Herr Kreil haben es beide angesprochen, doch sagen, da ist auch die Rolle der Politik oder mit den Worten von Thomas de Maizière aus seiner vorhergehenden Phase als Innenminister, mit dem ich zusammen eine Runde über Metzpolitik gemacht habe, der sagte auch, es gibt bestimmte Bereiche, da hat der Staat die Verantwortung, den Bürger zu schützen, auch wenn er nicht jeden Tag ruft, ich will geschützt werden. Lässt sich das auch international? Sind da die Deutschen vielleicht besonders pingelig oder habt ihr da Daten zu? Also ich würde erstmal sagen, auf der Nutzerebene, Menschen beschäftigen sich ganz klar mit dem Thema Algorithmen, aber auf einer anderen Ebene, auf einer Ebene der Alltagspraxis beispielsweise. Fast jeder weiß, dass der Newsfeed bei Facebook nur selektiv Informationen darstellt und Nutzer benutzen Taktiken, um den Newsfeed zu beeinflussen, indem sie beispielsweise, wenn sie mehr von einem bestimmten Freund wissen wollen, öfter dessen Profil besuchen und so weiter. Also auch wenn Leute keine Programmierer sind, entwickeln sich bestimmte Laienverständnisse, wie ein Algorithmus funktioniert. Beispiel, wir hatten dazu eine Interviewserie mit Instagram-Nutzern, die gemerkt haben, dass wenn sie bestimmte Fotos liken, ja, sagen wir irgendwie ein Alpenpanorama, ja, hier, dass danach in ihrem Newsfeed immer mehr Bergfotos gezeigt werden. Es war eben nur dieses eine Foto, was sie mochten und nicht Bergfotos per se. Ja. Also hier ist der Algorithmus dann sozusagen so imperfekt, dass er seine Logik, seine Annahmen auch Laien schon kommuniziert. Und Leute suchen dann dezidiert nach anderen Sachen, um sozusagen ihren Stream, ja, zu reinigen und den sozusagen ein Korrektiv zum Algorithmus zu leisten. Aber um nochmal auf den anderen Punkt zurückzukommen, den Herr Stadelmeier erwähnt hat, über die Prüfung von Algorithmen, die Aufgabe des Staates. Es gibt ja von einigen Autoren, die fordern, einen sogenannten Algorithmicist einzuführen, so eine Art, ja, Wirtschaftsprüfer für Algorithmen, der als eine Art Auditor in den Unternehmen sitzt und eben schaut, wie funktioniert der Algorithmus, nach welchen Kriterien und so weiter. Ich denke, das ist fundamental wichtig, denn was wir nicht vergessen müssen, Algorithmen sind nie neutral. Es sind bestimmte Wertvorstellungen da eingebunden. Ganz gutes Beispiel sind Dating-Seiten. Dating-Seiten im Netz funktionieren nach ganz verschiedenen Kriterien, ja, und oftmals werden ganz so laienpsychologische Annahmen zugrunde gelegt, diesen Algorithmen. Ja. Eine Dating-Seite sagt, gleich und gleich gesellt sich gern, also mache ich meinen Matching-Algorithmus so, dass sich ähnliche Profile erfinden. Ja? Und anderes sagt, Gegensätze ziehen sich an und bauen den Algorithmus eben auf der Basis auf. Also es gibt immer schon Annahmen, die Menschen leisten. Und das führt eigentlich zu einer weitergehenden Frage, auch jenseits der Nutzer.
Nämlich, was ist die Ethik und die soziale Verantwortung eines Programmierers? Gibt's, ne? Ärzte, Anwälte und so weiter haben einen bestimmten Berufskodex, eine Ethik. Wie sieht das für einen Programmierer aus? Müssen wir das gesellschaftlich einfordern? Wie lassen sich solche Programme entwickeln? Ja. Dann ist aber auch die Frage, kann jemand, ein Auditor, ein Algorithmicist und so weiter, kann er wirklich die Algorithmen übersetzen? Denn oftmals ist es doch so, dass Algorithmen Machine Learning sind. Das heißt also, mit der Zeit sozusagen entgleiten sie der Macht ihrer Schaffer. Ja, sie werden autonom. Ja, das heißt also, so ein Algorithmicist kann auch nur bedingt Sachen leisten. Man muss sich ganz klar im Klaren sein, was sind Sachen, die man sozusagen einfordern kann, die man auch menschlich transparent machen kann und was wird auch immer im Algorithmus verborgen bleiben. Around the world in 10 seconds, jetzt haben wir noch genau offiziell 3 Minuten, deine Pause ist aber vielleicht auch 4 Minuten, jetzt endgültig alle noch offenen Fragen zu klären. Nur Daniel, knapp nochmal aufgreifen, also mir ist das auch so gegangen, als ich anfing mit Facebook, war mein Geburtsdatum drin und was kriegte ich? Natürlich nur noch Werbung für Stärkungsmittel, ich gehe jetzt nicht drauf ein, welche Stärkungsmittel, Haarwuchsmittel und alles mögliche und fühlte mich fast, bitte? Genau, das ist richtig, genau. Ne? Also wurde dann doch fast beleidigt. Also in der Tat, wenn man es dann merkt, ärgert man sich natürlich drüber und handelt entsprechend. Aber Stadelmeier, abschließend 2, 3 Sätze, geht das? Medienpolitiker, erfahrener, was sind die nächsten Schritte, die man machen muss? Also ein paar Sachen haben Sie schon gesagt, aber wollen wir es auch mal ein bisschen operativ machen, also von Seiten der Politik. Also ich glaube, die Politik hat sich durchaus auf den Weg gemacht, wenn man die Bemühungen der Länder sieht, bestimmte Fragen mit dem Bund zu diskutieren über eine neue Regulierung im Medienbereich. Da spielen jetzt andere Fragen eine Rolle als hier die der Suchmaschine in allererster Linie. Aber Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister und im Übrigen auch als Parteivorsitzender der SPD ist da ja sehr aktiv geworden. Und das hat nicht nur die wirtschaftspolitische Komponente, die kartellrechtliche, sondern es hat durchaus auch die andere Komponente, was spielt sich da an wirtschaftlicher Prioritätensetzung ab und welche Bedeutung hat das für unsere Meinungsvielfalt. Ich glaube, dass wir an der Stelle noch Diskussionen brauchen und konkrete Vorschläge. Wir haben ja hier versucht, an einige auch heranzugehen. Und das muss man jetzt in der nächsten Zeit versuchen zu konkretisieren. Die SPD, da darf ich ein bisschen Eigenwerbung machen, wird demnächst im nächsten Jahr ja einen Parteitag zu diesen Fragen machen und versuchen also von Industrie 4.0 bis zu diesen Punkten auch nochmal politische Akzente zu setzen. Einige habe ich hier angedeutet, wo es hingehen müsste. Prima. Herr Kreile, wir haben das eben schon angesprochen. Abschottung Europas, Deutschlands ist nicht die Option. Das ist ja ziemlich deutlich. Aber auch Sie, 2, 3 Sätze, die nächsten Schritte. All die nächsten Schritte, Herr Stadelmeier hat es angedeutet, im Koalitionsvertrag der Großen Koalition steht drin, dass die Plattformneutralität ein wichtiges politisches Thema ist. Die Bund-Länder-Kommission ist eingerichtet. Es gibt die ersten Untersuchungen hierzu von Professor Schulz vom Hans-Bredow-Institut. Dort wird schon andeutungsweise die Frage erörtert, ob es nicht notwendig ist, auch hier diesen Bereich mit hineinzunehmen. Es wird immer wieder unter dem Gesichtspunkt der Marktmacht diskutiert. Und ich glaube, wenn man dieses Thema Marktmacht von Suchmaschinen ergänzt um den Begriff der Meinungsmacht und sich bewusst ist, dass zwischen Marktmacht und Meinungsmacht auch eine gewisse Interdependenz ist, dann, glaube ich, kann man mit der gesellschaftspolitischen Diskussion die Politik so weit bringen, dass sie auch den Mut hat, dagegen ein Regulierungssystem zu machen, was nicht zur Abschottung dient, ganz im Gegenteil, sondern das im Prinzip erlaubt, dass sich dieses System der Vielfalt auch gerade mit und mit Hilfe von einer Suchmaschine durchsetzt. Denn beispielsweise eine chinesische Suchmaschine, die um alle Demokratieelemente beseitigt ist, die wird nicht als Suchmaschine wirklich überlebensfähig sein. Also lass uns den Wettbewerb machen, aber lass uns die Spielregeln der Pluralität und der Meinungsvielfalt einhalten. Wunderbar. Mehr kann ich fast nicht mehr sagen. Wir sind schon durch. Vielleicht noch ein letztes. Diese wunderbare digitale Welt ist eine Welt der Information.
Daniel Knapp hat eben das Sterbegerüst Londons genannt, nehmen wir die Enzyklopädie Diderot de Lambert, ein Meilenstein der Aufklärung. Wir brauchen eine weitergehende aufgeklärte und nicht eine weniger aufgeklärte Gesellschaft. Ich glaube, das ist prima. Aber Sie wollen noch was sagen. Geht doch, klar, wir haben ja eine Pause. Es geht alles von Ihrer Pause weg. Genau, wann soll? Ach so, ist da eins, gut. Bitte Ihren Namen nennen, auch wenn Sie fast alle kennen, aber die wenigen, die es noch nicht tun. Ich glaube nicht, dass mich fast alle kennen. Ich bin Ulf Rotzheim, Mitarbeiter des Wirtschaftsmagazins Brand 1. Ich war eben in einer Sitzung, die ganz gut dazu passte. Schade, dass viele wahrscheinlich nicht dort waren. Da war weniger los. Quant heißt diese Suchmaschine, kommt aus Frankreich. Sollte man sich vielleicht mal anschauen. Fehlt mir ein bisschen in der Diskussion dieses Thema. Die haben ein anderes Konzept. Die machen kein Tracking zum Beispiel. Und die haben das Geschäftsmodell anders. Bei Google ist es ja so, die Suche fing anfangs neutral an, da bekam ich alles, ohne dass es kommerziell beeinflusst war. Und da ging es immer mehr dahin, dass Google eben nur noch danach geschaut hat, ist es kommerziell relevant. Die Rankings oder der PageRank hängt ja davon ab, ob es auch eine wirtschaftliche Relevanz hat, und alle anderen Sachen, die man nicht verkaufen kann, fielen hinten durch. Das habe ich als Journalist bei Recherchen über die Jahre sehr gut beobachten können. Quant macht es jetzt anders, die haben mehrere Spalten und die haben eine Spalte, mit der sie verdienen, das ist nämlich die Shopping-Spalte. Dafür kriegen die dann eben Provision, wenn es eine Conversion gibt, wenn der Deal zum Abschluss kommt. Aber die normale Spalte hat eben keine Filterbubble, sondern gehen alle Sachen neutral auf jedem Gerät durch. Und ich denke, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen oder beobachten, was daraus wird. Die wollen jetzt den deutschen Markt stärker angehen. Bisher war die Krux bei Quant, dass die eben nicht gut Deutsch verstanden hat, die Maschine. Das bessert sich jetzt. Also da hat Axel Springer offenbar investiert. Anderes Thema. Was haben die für ein Interesse dran? Etwas, was Advertising eher zurückfährt, muss man gucken. Aber jedenfalls, das sollte man wahrscheinlich auf dem Radar behalten, wie sich das entwickelt und ob es dann vielleicht dann europäischen Konkurrenten für Google aus Frankreich gibt. Also ich glaube, wie gesagt, dass das Problem bei Google gar nicht so ist, dass die uns manipulieren wollen, da gebe ich Herrn Göbel auch recht, sondern eher, es sind eben die Effekte eben, die viele Leute was kaufen, und das ist vom Geschäftsmodell plausibler, darauf zu optimieren. Vielen Dank. Ich will trotzdem das letzte Wort haben, sage nur eines, es ging tatsächlich nicht um Bashing, aber eines ist auch deutlich geworden, auch bei dem, was Sie nochmal gesagt haben, es ist natürlich auch vieles am Nutzer. Das heißt, auch bei Google und vielen anderen hat man sehr wohl die Möglichkeit, Dinge einzustellen. Also statt immer nur zu jammern, muss man auch immer mal sagen, der Nutzer kann ja, wenn er will, durchaus sehr vieles machen. Pardon? Achso, noch eine, ja? Ich würde gerne ganz kurz, weil sonst die Stellungnahme machen. Böse. Klaas Flexig, mein Name, von Google. Ich wollte nur dem Vorredner ein kleines bisschen widersprechen. Es ist nicht so, dass kommerzielle Interessen den Algorithmus steuern, sondern es geht dann nach nutzerrelevant. Wir können das ist, glaube ich, jetzt für zu weit, das jetzt hier zu diskutieren. Das können wir gerne im Nachgang noch machen. Vielen Dank. Applaus für den Herrn von Google und für alle anderen genauso. Also, das war's. Vielen herzlichen Dank.